Wir haben Jörg im Kloster der heiligen Nojone zurückgelassen. Sein Geschrei und Geheul hätte uns sonst alle mit in den Wahnsinn gerissen. Bei allen 12, was ist dies bloß für ein grauenvoller Ort? Eine Nacht nur hatte sich der dumme Junge von Bord gestohlen. Trotz aller Warnung, ich weiß immer noch nicht, was passiert ist. Nur, dass Ugo und Oswin ihn zitternd und eingenässt in der Unterstadt gefunden haben. Wie soll ich das nur seinen Eltern erklären, wenn wir wieder an Festum sind? Logbucheintrag der Südschwan, bornländisches Handelsschiff aus Festum. Und so könnt ihr euch wieder über die Flosse der Tokamujak aufmachen in Richtung des großen Hügels, der im Norden nach oben ragt, der Palast des Königs und auch die Bibliothek mit seinen 12 Säulen, die euch dort erwarten. Mit im Gepäck habt ihr Kariana Bint El Cobra, die ihr von der Schlanginsel genommen habt. Und so tretet ihr an den Säulen vorbei, das mächtige Portal, was sich vor euch öffnet, und ihr steht in der gewaltigen Bibliothek mit den zahlreichen Büchern und dem Tresen, der vor euch wartet, sonst nur gähnende Leere. Naja, also ich, wenn ich mir jetzt so die Hand vor die Augen halte, ist das, weil es hier drin so ein starkes Sonnenlicht gibt. Aha. Ich möchte mich darauf vorbereiten, gleich ein Buch an den Kopf zu kriegen. Herr Geist! Herr Geist! Ihr seid wieder da. Ja, wir haben uns noch nicht vorgestellt, ich bin Poltax, aber die anderen haben mir erzählt, was ihr von uns wollt, und das ist sie. Kannst tatsächlich sehen, wie die Neugier aus den Augen von Kariana etwas gewichen ist und so etwas wie Furcht in ihren Augen spiegelt. Ich erkenne sie. Sie ist es. Ihr wart schnell. Ja, was habt ihr erwartet? Das ist tatsächlich ein Geist. Ja. Er ist mein Urahn? Er ist dein Urahn. Du kannst auch mit mir reden, Mädchen. Also eigentlich ist es euer Urahn. Aber ja, im Endeffekt fließt das gleiche Blut in euren... Naja, in seinen Venen fließt kein Blut mehr. Aber ja, ihr seid verwandt. Spricht doch mit ihm, er ist eigentlich ganz nett. Also scheint er zumindest. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Mutter sagte, ich darf nicht in die Bibliothek. Ah, eure Mutter. Aha. Ihr seid doch alt genug. Ihr könnt für euch selber entscheiden, was ihr wollt oder nicht wollt, oder? Ja, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Redet einfach mit ihm. Frau Sellermann, sie hat uns begleitet, weil sie uns helfen möchte, herauszufinden, wer ihren Vater ermordet hat. Könntet ihr uns den Trakt zeigen, in dem sich der Mord ereignet hat? Ich kann es euch zeigen. Mhm. Und natürlich dieses Buch, das du uns versprochen hattest. Ihr habt meinen Wunsch berücksichtigt und mir eine neue Feruzifer gebracht. Moment mal, ich bin keine Feruzifer. Nein, wir haben... Also wir sollten sie hier in der Bibliothek bringen. Wir haben die freie Wahl, sich zu entscheiden. Überzeugen müsst ihr sie schon, dass sie das wirklich möchte. Dann werde ich überzeugend sein. Seht euch um in der Bibliothek. Zum Elemitischen Trakt geht es dort lang. Gibt es etwas, was wir beachten müssen bei dem Betreten dieses Traktes? Jetzt nicht mehr. Ah, hervorragend. Ja, ich würde dann einfach in die gewiesene Richtung spazieren. Ja, die Tochter, Kariana, bleibt erstmal stehen und schaut so ein bisschen sowohl mit Angst als auch mit einer intuitiven Vertrautheit zu Azelaman,
die sich dann auch etwas annähern und dann in ein leises Gespräch miteinander verfallen, während ihr dann in den elemitischen Trakt gehen dürft. Bonga würde noch kurz zurückbleiben, einen Blick über die Schulter werfen zu der Kariana und hey, Mädchen. Ja. Hier, ich meinte das ernst. Du bist freiwillig hier. Falls irgendwas passiert und du Hilfe brauchst, schrei. Dann kommen wir. Oder zumindest ich. Ja, Ronga nickt dir nochmal zu. Ja. Gesagt, ist gesagt und läuft den anderen hinterher. Naja, das war ja ganz lieb und nett von dir gemeint, aber wir würden ihre Schreie nie hören. Und ich denke nicht, dass sie schreien würde. Ich denke, er würde ihren Verstand übernehmen. Was ich bisher mit Geistern zumindest so erlebt habe. Willst du mir sagen, wir haben sie jetzt wirklich ausgeliefert, nur um unser Wissen zu erlangen? Nein, ich würde sagen, ob sie sich dafür oder dagegen entscheidet, hat keinen Einfluss darauf, ob sie hier bleibt. Nein, nein, nein. Also, jetzt mal im Ernst. Die junge Dame ist zaubermächtig. Unterschätzt sie nicht. Naja, ich vermute, der Geist ist in seinem eigenen Haus, das er seit mehreren hundert Jahren bewacht, mächtiger als sie in 30 Jahren werden konnte. Und wenn sie sind tatsächlich. Mal ehrlich. Ihr ist doch schon ein wenig einfältig, nicht wahr? Glaubt einfach, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, sie wäre aus einem Ei geschlüpft. Ja, darauf zurückgreifend, wenn sie das wirklich ist, dann ist sie deutlich mächtiger, als ihr es ihr momentan antragt. Ich würde nur sagen, unterschätzt die Menschen nicht, mit denen ihr verkehrt. Und jetzt, Abelmir, wie alt ist denn diese Bibliothek genau? Was für Schriften können wir hier finden? Nun, wir finden hier alle möglichen Schriften. Wilhelm Horus hat diese Bibliothek gegründet, also ist sie mehrere hundert Jahre alt. Und das ist nichts Besonderes, 100 Jahre, nun, 200 ja. Jahre. Soweit ich es mitbekommen habe, wurden die Schriften der ehemaligen Akademie hier eingelagert. Auch Borberat interessiert sich selbst für diese Schriften, also müssen sie einen gewissen Wert haben. Nun. Aber in mir würfel eine Ausweichenprobe. Okay. Selber schuld, wenn du nicht dazulernst. Sekunde, da. Dann ist es nicht gelungen. Du bekommst ein schweres Buch an den Kopf geschleudert für 1W6 Schadenspunkte. Hey! Die anderen können tatsächlich erkennen, dass es sich dabei nicht um ein Sechsstück. Es ist ein besonders schweres Buch, was dann aufschlägt und zufällig auf der letzten Seite landet. Es ist wohl ein Buch mit denjenigen Personen, die als letztes hier waren und ausgeliehen haben. Also nicht nur irgendeins. Vielleicht wollte euch der Geist doch nur helfen. Kannst du das nächste Mal mir das Buch einfach geben, anstatt das zu werfen? So behandelt man keine Bücher. Das würde ich eigentlich besser wissen. Aber was denn mir? Das nennt sich Spuk. Ja. Ja, aber mir streite ich mit dem Geist, der die Bibliothek besitzt, in die wir gerade herumlaufen. Gute Strategie. Naja, wie auch immer. Schauen wir mal, was für ein Buch ist. Eine Besuchereintragsliste. Schauen wir da mal, was hier steht. Ja, also die Einträge auf der letzten Seite reichen mehrere Monate zurück. Also du hast hier grob ein Jahr, was dir hier angezeigt wird. Und du kannst sehen, dass wohl in den letzten 5 Monaten ungefähr 20 Mal hier war Kritiana Livella, eine Historikerin, zumindest hat sie sich so eingetragen aus Metumis. Du kannst sehen, dass die Effortgeweihte wohl 3-mal hier war. Baralbus G. Liditan, ein Arcano-Historiker. Dem müsste man sowas sagen, oder? Das ist Geschichtswissen oder sowas. Kennst du den tatsächlich? Wer aus Meham kommt, bestimmt.
Das ist zumindest ein Freund von Zalpikon Savertin, oder Freund nicht, aber auf spielerischer Ebene versucht er ihn zumindest widerlegen. Also ist ein Schwarzmagier, ja. Ah, diesen dort kenne ich. Ich hatte ihn über Zalpikon Savertin kennengelernt. Interessant, dass er hier verweilt hat. Und der letzte Eintrag ist sind wohl zwei Stück, Tifalit und Chedim. Die waren wohl nur ein einziges Mal hier. Nun, schließen wir aus diesen Magier aus Mirham einmal aus, dann bleibt noch nur diese unbekannten Namen, die Effertgeweihte und zuerst nochmal, die erste war Kritiana Livella, eine Historikerin aus Metumes. Nun, die sagt mir nichts, aber wenn ich in der Stadt ist. Also das letzte Mal war sie vor 3 Tagen hier. Übrigens also, alle, das waren das letzte Mal vor 3 Tagen hier, dann hört es auch auf. Ach so. Beziehungsweise also in den letzten 5 Monaten mehrere Male. Also sie, wie gesagt, 20 Mal. Der Baralbus war auch irgendwie so sicherlich 20, um die 20 Mal hier. Allerdings nicht vor 5 Monaten, sondern vor 4 Monaten erst. Der ist also ein bisschen später gekommen. Die Eferdi war 3-4 Mal da. Und Tifalit und Chedim haben keinen Beruf eingetragen und waren nur einmal da. Ausgeliehen haben sie wohl Offenbarung der Nisut. Okay, wieso sagt mir jetzt nicht so viel, aber das könnte uns weiterhelfen. Ich finde ehrlich gesagt die Effertgeweihte am auffälligsten. Ja. Ich sagte euch doch, dass sie Blut an den Händen hatte. Das war allerdings schon 3 Tage nach dem Mord. Nun, vielleicht hat sie nicht die Hände gewaschen. In ihrem Zustand wäre das nicht verwunderlich. Das ist wahr. Und sie war am Pack. Ja, spricht. Und sie war im Aufbruch. Vielleicht hatte sie Angst, dass man ihr auf die Schliche kommt. Ich frage mich nur, was sie gesucht hat. Ob sie wohl in einem Bund steht mit Paligan? Also ausgeliehen hatte sie wohl, aber auch zurückgegeben, der Sultan vom Krakenthron und die Pforte nach Yal-Zugot. Das klingt, unüblich. Ich bin jetzt mit den Titeln persönlich nicht vertraut, aber mir, worum geht's in den Büchern? Nun, es geht vermutlich um Vajet. Yal-Zugot ist die Hauptstadt, wenn man so will, dieses Unterwasserreiches, was angeblich untergegangen ist. Ein Reich der Karkonien. Naja, können wir uns nicht die gleichen Bücher ausleihen und gucken, was drin steht? Ich denke schon, wenn wir den Index dieser Bibliothek finden, dann bestimmt. Oh, ja, der Index, das ist eine hervorragende Idee. Oder wir fragen den Geist. Die Historikerin hat keine Bücher entliehen, sondern Artefakte. Die gibt es hier nämlich auch. Und zwar die Ringe des Großsultans aus dem Nachlass von Gulchev dem 7. und Perlen von Upres Uk. Die hat sie wohl aber auch wieder zurückgegeben. Nun gut. Ich schlage vor, wir teilen uns auf und suchen nach diesen Büchern, nach den Artefakten. Verlauft euch nicht. Du darfst mal eine Magiekundeprobe würfeln, Abelmir. Okay. Und eine Spezialisierung dabei? Hast du eine anzubieten? Dämonologie? Nee. Dann darf ich das auch? Ja, klar. Elementarismus? Ja, nein. Okay, alles gut. Das wäre die einzige Spezialisierung, die ich habe. Ich bin nicht besonders gut in Magiekunde für einen Magier, muss ich dazu sagen. Das reicht aber. Mit einem Blick auf die Werke, die Baralbus Jelidiatan ausgeliehen hat, wie gesagt ein Arcano-Historiker, könnt ihr darauf Rückschlüsse ziehen, dass er sich wohl tatsächlich wohl immer noch mit Zalpikon Savertin streitet. Und zwar hat er ausgeliehen Werke zu hexischer Fluchmagie und animistische Rituale der Achas. Und das ist wohl ein Disput, der jetzt schon seit mehreren Monaten im wohl auch im Hesindespiegel und in all den anderen Magierzeitungen herumgeistert. Da geht es wohl also um einen Streit zwischen diesen beiden und da versucht er wohl gerade so ein bisschen Hintergrundrecherche anzustellen. Ich glaube, den können wir ausschließen, oder? Ich denke auch.
vielleicht sollten wir uns auf die Essertgeweihte konzentrieren und diese unbekannten Namen hier. Nun, dann würde ich sagen, jeder gibt sich in eine Ecke der Bibliothek und wir suchen nach den entsprechenden Werken. Ich schaue mich mal um, ob ich noch eine Art Index finde, so ein Buch, dickes, was oben drin steht. Also in diesem Buch, was dir gerade um den Kopf geflogen ist, nicht. Du könntest ja nochmal probieren, ob der Geist dir hilft. Herr, wie hieß er gleich nochmal? Resan? Ferusef?